So, liebe Facebook-Freunde, heute mal wieder bei Elton unterwegs und wer sich jetzt fragt, wer steht denn da vor der Kamera, das ist der Stefan. Und der Stefan, der hat eine ganz besondere Ausbildung und der erzählt heute was über ein ganz besonderes Modell. Grüß dich, Stefan, ich gebe dir die Linke, weil ich muss ja immer dieses schwere Gerät hier halten. Kein Problem. Ja, sag mal selber eben ganz kurz was zu deiner Person. Also mein Name ist Stefan Tintrup, bin gelernter Orthopädie-Schuhmacher und Industriemeister für Schuhfertigung und im Hause Elton halt für Fußvermessung, Beratung und Sonderlösung zuständig. Das heißt, ich versuche den Leuten einen möglichst guten Schuh an den Fuß zu bringen und daraus ist auch unser Schuh entwickelt worden. Unser Schuh? Ja, mir wurde vorher gesagt, es gibt einen Diabetikerschuh, über den wollten wir uns heute unterhalten. Was ist denn ein Diabetikerschuh? Also ein Diabetikerschuh ist ein Schuh, den wir für Diabetiker entwickelt haben, mit einem PFI zusammen und Collatex, der Firma für den Stoffhersteller oder Futterhersteller, dass man da rangegangen ist, dass ein Diabetiker einen besonderen Schuh braucht, der sehr weich ist, sehr viel Volumen hat und wo der sich nicht wund scheuert, weil das Problem ist, je nach Diabetes scheuert er sich wund, gibt es offene Stellen und es kann eine Amputation drohen. Oh, das ist aber schon sehr hart. Das ist der Extremfall. Das ist jetzt mal der Extremfall. Aber gut, was kann das Modell hier eigentlich tatsächlich? Was kann das Modell? Das Schöne an dem Modell ist, den haben wir halt hier im Hause entwickelt mit der Firma Manda zusammen. Der hat einen herausnehmbaren Innenschuh. Ach. Der ist waschbar und antibakteriell. Waschbar bei 60 Grad, hat was mit Bakterien zu tun, dann werden die meisten Bakterien abgetötet. Und das ist praktisch, tatsächlich, ja. Würde ich mir für manch Privatschuh auch wünschen. Ja, das ist alles daraus entwickelt. Und beim Diabetiker muss halt auch eine dickere Bettung rein. Ah, okay. Diabetisch adaptierte Bettung muss mindestens 1 cm stark sein. Und die ist auch von der Kappenhöhe dann hiermit integriert, dass das auch von der Norm her passt. Ja, das ist aber eine ganze Menge jetzt. Wo kann ich den einsetzen? Also ganz normal wie jeden anderen Sicherheitsschuh auch? Oder? Vom Prinzip ist das ein S3-Schuh, ist fast überall einsetzbar, der Schuh. Mhm. Aber nicht nur für Diabetiker geeignet, sondern auch zum Beispiel für diese Krallenzehen, wenn die hochstehen, Reiterzehen, wenn Zehen übereinander liegen, Hallux Valgus, extrem breite Füße. Und deshalb heißt der auch nicht Diabetiker, sondern Dialogen. Weil er noch viel mehr kann als das sollte man auch mal. Ja, da kann ich dann wieder mehr mit anfangen. Das ist natürlich wieder ein eher neumodischer Begriff, dann Dialogen. Okay. Ja, genau. Ja, ich sag ja, man lässt sich hier nicht nur was für tolle Schuhe einfallen, sondern auch was für schöne Namen man sich hier einfallen lässt. Das ist gut. Ja, das ist auch richtig. Nee, ist schon klasse. Und den gibt es dann tatsächlich. Wann ist der verfügbar? Die sind im Moment schon verfügbar. Das heißt, wir haben die ersten Schuhe ausgeliefert und haben unheimlich positive Resonanz gekriegt. Von Diabetikern, aber auch als Problemlöser für extrem voluminöse Füße zum Beispiel, die in keinen anderen Sicherheitsschuh reingepasst haben. Ja, cool. Was ich daran cool finde, ist, dass man sich eben auch für Leute Gedanken macht, die wirklich auch tatsächlich echte Probleme haben im Arbeitsleben, da den passenden Schuh zu finden. Und nicht einfach nur für die breite Masse, das darf man ja an der Stelle mal sagen. Ne? Finde ich allerhand an Informationen. Insofern, gibt es sonst noch was ich wissen müsste zu dem Schuh? Och, da gibt es so viel Informationen, da steckt so viel Know-how drin, ob es in der Sohle ist mit einer zurückverlegten Rolle. Mhm. Das heißt, dass der einfacher in die Abrollbewegung reinkommt. Mhm. Oder von der Rutschhemmung her, dass wir halt ein gutes Profil genommen haben, dass er nicht rutscht. Von der Dämpfung her extrem. Mhm. Halt der Innenschuh ist was Besonderes, also da steckt schon sehr viel Know-how mit. Wo kann ich mich denn noch weiterhin über den Schuh informieren oder über das Thema? Kannst du uns dann einen Tipp geben? Also definitiv geht es erstmal bei uns übers Haus. Mhm. Wir haben dafür Flyer und auch Informationsmaterial. Aber demnächst wird ja auch über die Rentenkasse zur Verfügung sein. Also das heißt, die Kosten für orthopädische Änderungen beim Sicherheitsschuh übernimmt ja die Rentenkasse oder die Agentur für Arbeit. Und wir haben es geschafft, den als semi-orthopädischen Schuh bei der Rentenkasse zu platzieren. Boah, klasse. Das heißt, Orthopädie-Schuhmacher können den darüber abrechnen, dass sie dann keinen Maßschuh mehr nehmen müssen, der dann wesentlich teurer ist. Stefan, ich finde es toll, dass es Menschen wie dich gibt, die sowas tatsächlich mit auf den Weg bringen. Ehrlich. Ja, aber das war ja ein Team. Also das alleine kann das einer gar nicht. Das ist immer ein Team hier im Hause. Wird das gemacht. Dann sage ich mal an dieser Stelle stellvertretend Danke an das Team. Ja? Ja, genau, das gebe ich gerne weiter. Ja, dann mach das mal. Ich danke dir erstmal für die wirklich offenen Worte zu dem Modell und vielleicht sehen wir von dir ja auch nochmal in der Zukunft was. Man wird sehen. Alles klar, danke schön. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.